Hey Leute, ich bin's, Felix, direkt aus der Tanzerei Flugfisch. Ich weiß, wir machen gerade alle eine schwere Zeit durch und um euch zu helfen, bin ich hier, mach für euch ein paar Breakdance-Tutorials. Wir beginnen heute Breakdance-Tutorial Nummer 1, Kopfstand üben. Ihr wisst es alle, ihr kennt es aus meinem Trainingskurs, Kopfstand, macht euch vorher richtig warm, Nacken aufwärmen, Handgelenke schön warm machen. Natürlich auch das Becken, alles von oben bis unten direkt warm und dann können wir auch starten. Als allererstes gehen wir in die gehockte Position. Achtung, bevor wir den Kopfstand üben, solltet ihr alle euch vergewissern, dass ihr auch eine Vorwärtsrolle könnt. Reine Sicherheitsmaßnahme, falls ihr umfallt, Verletzungsrisiko beschränken. Vorwärtsrolle fängt euch ab, ihr seid immer gut und sicher am Boden. Okay. Übung Nummer 1 für wirklich sauberen Kopfstand. Bitte tut mir einen Gefallen, probiert es nicht direkt aus und schmeißt euch auf den Kopf. Es könnte schief gehen. Wir probieren es als allererstes mit dem sogenannten Elefantenkopfstand. Doch bevor wir dahin kommen, zwei kleine Grundregeln. Hände und Kopf sind immer in einer Form des Dreiecks. Ein Dreieck, Hände, Kopf. Regel Nummer 2. Auf den Kopf. Bitte versucht wirklich, macht es nicht auf der Stirn. Stellt euch direkt Mittelpunkt auf den Kopf und dann funktioniert auch der Elefantenkopfstand. Achtung! Als allererstes gekniete Position, Hände unter die Schultern. Merkt euch jetzt schon mal eine Dreiecksposition. Wirklich ein kleines Dreieck, kein Spitzdreieck oder für die Besserwisser, versucht keine Linie zu machen. Hände, Kopf, Dreieck fokussieren und als allererstes mit dem Kopf tief gehen. Hände sind fest am Boden und bevor wir nach oben kommen, erstmal nur auf die Zehenspitzen. Versucht die Balance zu halten. Schaut, wie das Gleichgewicht sitzt. Wie lange schafft ihr diese Übung? 30 Sekunden ungefähr solltet ihr das hinbekommen, bevor wir zum nächsten Schritt gehen. Merkt schon, es wird langsam anstrengend im Nacken. Feste Position finden, entspannt halten. Alles kein Problem. Gut, kurz Break. Lasst das Blut auch ab und zu wieder in den Körper fließen. Ihr wisst, es kann euch schnell schwindelig werden, auch ohne Drehung. Gut, gehen wir direkt zur zweiten Stufe. Achtung, wir starten wieder in die gekniete Position. Hände, Kopf, Dreieck fokussieren, auf die Zehenspitze schieben. Und jetzt wird es schon ein kleines bisschen schwieriger. Wir beginnen mit dem ersten Bein, nehmen das erste Bein ab, stellen unser Knie auf den Oberarm. Versucht wirklich nicht nur auf den Ellbogen zu rutschen, dann wird euer Rücken krumm und schief. Richtig schön weit, Oberarm, Knie fokussieren, Zehenspitze. Jetzt kriegt ihr schon mit, oh, es wird doch schon ein bisschen wackeliger. Gleichgewicht finden. Auch hier ungefähr 30 Sekunden. Festen Stand haben. Weiter geht's. Haben wir das? Natürlich auch mit dem anderen Bein. Richtig wieder schön hoch bis auf den Oberarm. Zehenspitze immer schön am Boden lassen. Zur Sicherheit. Nackenmuskulatur anspannen. Hände fest am Boden. Haltet euch dran fest. Hier auch wieder ungefähr 30 Sekunden. Atmen nicht vergessen. Abwärts. Na, schon schwindelig? Ich hoffe nicht. Kurze Pause, atmet mal tief durch, macht die Handgelenke ein bisschen locker. Natürlich auch immer schön Nacken mal rechts und links. Solltet ihr diese Übung schon so gut es geht hinkriegen und es wirklich sicher funktionieren, ohne dass ihr umfallt rechts, links oder schon in die Vorwärtsrolle müsst, machen wir direkt weiter mit dem richtigen Elefantenkopfstand. Wir starten wieder in gekniete Position, Hände unter die Schultern. Fokussieren auf die Zehenspitzen, Startposition. Achtung, zuerst ein Bein wieder bis auf den Oberarm und jetzt wird es schwierig.
ausbalancieren leicht und anderes Bein mit auf den anderen Oberarm nehmen. Schon habt ihr den ersten Kopfstand. Macht es am besten nicht in Richtung eines Spiegels, das sieht sehr witzig aus. Okay, nicht, dass ihr dann vor Lachen umfallen müsst. Hier auch wieder 30 Sekunden, ganz entspannt. Wem es zu einfach ist, kann schon starten. Mit dem ersten Bein, Knie vom Oberarm wegnehmen, Bein gestreckt, als würdet ihr die Zehenspitze auf den Boden stellen. Macht ihr aber nicht. Ihr bleibt oben in der Luft, Körperspannung halten. Auch wenn es hier wieder zu einfach wird, jetzt direkt andere Beine mit dazu nehmen. Versucht den Rücken schön gerade zu lassen. Kein runder Rücken, kein Hohlkreuz. Gerade Beine feststehen. Solange es geht. Falls ihr umfallen solltet, denkt an die Vorwärtsrolle oder fangt euch langsam wieder ab. Ganz entspannt. Wieder nach oben. Kurz Break. Ich weiß, viele von euch sind sehr sportlich und kriegen das auch richtig schnell hin. Deswegen habe ich auch noch ein paar weitere Übungen mitgebracht, gerade für die Kids aus meinem Kurs, die immer den Kopfstand üben wollen. Heute wird es anstrengend, versprochen. Tief durchatmen, nächste Übung. Achtung, dafür drehe ich mich um, damit ihr besseren Blick auf meine Hände bekommt. Hände, Kopf, Dreieck fokussieren. Zehenspitzen. Achtung, es geht aufwärts. Bein Nummer 1, Bein Nummer 2. Entspannt stehen. Erstes Bein geht vor, zweites Bein geht vor. Versucht wirklich die Beine so gut es geht richtig schön weit offen zu lassen. Zehenspitzen schauen zum Boden. Und erste Übung, Achtung, wir gehen mit den Beinen zusammen in die Mitte. Versuchen jetzt die Hüfte leicht anzuheben. Füße schauen nach hinten, Hüfte bleibt gerade, Rücken gerade, stehen. Und wer jetzt schon ein bisschen spielen will, Achtung, wir kommen mit den Beinen wieder runter und beide Beine jetzt gestreckt nach vorne. Merkt schon, das wird halt nicht so einfach. Schön gestreckt vorne lassen, Zehenspitzen Richtung Boden. Ungefähr 30 Sekunden. Für eine gute Nackenmuskulatur, wenn ihr den Handspin lernen wollt, das ist ganz wichtig. Abwärts. Na? Noch Kraft? Ich nicht. Kleiner Witz am Rande. Direkt nochmal Handgelenke schön auskreisen. Nacken entspannen. Versucht auch wirklich, wenn ihr diese Übung macht, nicht halbe Stunde Kopfstand üben, ich muss jetzt so lange es geht stehen. Versucht entspannt an die Sache ranzugehen. Ihr werdet es am nächsten Tag im Nacken merken. Nackenmuskulatur baut sich auf. Ihr kriegt wirklich starken Muskelkater. Ein Tag Kopfstand üben, dann Tag Pause. Am zweiten Tag könnt ihr direkt weitermachen. Achtung, eine Sache habe ich noch für euch. Für den Kopfstand, wenn es dann in Richtung Spin geht. Wir starten wieder. Knieposition, Hände, Kopf, Dreieck fokussieren. Wir wandern langsam nach oben. Beine gehen auf, Körperspannung halten, Hüfte wird geöffnet. Und jetzt, Achtung, wir versuchen unseren Kopfstand genauso stabil zu halten und gehen auf die Fingerspitzen. Hier werdet ihr schon merken, es wird ziemlich schwer, wackelig. Versucht hier wirklich fest zu stehen. Sucht euch vielleicht einen Punkt im Raum, wo ihr euch gut konzentrieren könnt. Und dann alle 5 Sekunden fangen wir an, einen Finger nach dem anderen wegzunehmen. Versucht, soweit es geht, bis ihr vielleicht irgendwann nur noch auf den Daumen steht. Auch hier nicht die Beine reinnehmen, immer gerade bleiben. Ganz wichtig. Fest stehen. Wenn ihr das schafft, dann seid ihr auf dem guten Weg zum Headspin. Kopfstand-Tutorial sollte euch schon ein bisschen in Anstrengung gebracht haben und auch die langweiligen Tage zu Hause ein bisschen versüßen. Ich hoffe,
es hat euch Spaß gemacht. Ihr versucht, all diese Übungen mal auszuprobieren. Und wenn alles vorbei ist, sehen wir uns wieder und wir fangen direkt mit unserem Headspin an. Versprochen. Bis zum nächsten Mal. Peace.